Venatori, sollen wir anklopfen? Ich denke, das ist nur höflich. Einer weniger! Inquisitor, im Leben und im Tod. Wie lange halten die das noch durch? Kommt her, Inquisitor! Ich bin bereit zu dienen! Meister, ich folge eurem Ruhm. Ja, Inquisitor. Wollt eure eigene Festung mitten im Nirgendwo? Es gibt Wasser und die Lage ist strategisch günstig. Thank you.
Inquisitor? Ihr kommt früh. Wir sind kaum eine Woche hier. Ich habe gerade eine Patrouille draußen. Einige der Männer haben in der Gegend dunkle Brut gesehen. Es gibt Berichte, dass sich in der Festung, die von den Wächtern aufgegeben wurde, Banditen eingenistet haben. Wir haben uns hier ganz gut verschanzt, aber die Wasserversorgung der Festung ist problematisch. Das sorgt für Verzögerungen. Ich werde umgehend Männer dafür abstellen. Wie ist die Lage in der Festung der Wächter? Dort wimmelt es von Banditen. Die sind schlimmer als Stachelrücken, wenn er mich fragt. Sie haben sich in der Festung eingenistet und überfallen seitdem immer wieder unsere Versorgungskarawanen. Verdammtes Pack. Inwiefern ist die Wasserversorgung problematisch? Der Brunnen der Festung ist verseucht, weil diese verdammten Venatori Leichen hineingeworfen haben. In der Nähe gibt es zwar eine Oase, aber dort haust ein Wahrgeist, der uns bis jetzt recht erfolgreich von der Oase fernhält. 4 Soldaten sind seinen Klauen und seinem Gift schon zum Opfer gefallen. Wir werden Verstärkung brauchen, um das Biest zu vertreiben. Was könnt ihr mir über die dunkle Brut in dieser Gegend erzählen? Die dunkle Brut scheint sich zu regen, seit wir die Festung in Besitz genommen haben. Ich habe die Truppen angewiesen, sie nur anzugreifen, wenn es absolut nötig ist. Wir brauchen keine Verderbnis in unseren Rängen. Wir müssen herausfinden, aus welchem Loch diese Monster gekrochen sind und es versiegeln. Wir kennen uns noch nicht, oder? Wie ist euer Name, Soldat? Wo habt ihr gedient? Ich bitte um Verzeihung, Inquisitor. Hauptmann Rylan, zu euren Diensten. Ich war bei den Templern in Starkhaven stationiert, bis sie alle in die Hügel rannten und den Mond anheulten. Als mir dann Kommandant Cullen eine Stellung anbot, war ich froh, helfen zu können, diesen Wahnsinn zu beenden. Woher kennt ihr Cullen, wenn ihr in Starkhaven stationiert wart? Nachdem Kirkwall explodiert war, schickte Starkhaven Unterstützung. Große Teile der Stadt waren unter Schutt begraben. Viele Leute waren obdachlos oder in eingestürzten Gebäuden verschüttet. Ich koordinierte damals die Bergungsbemühungen und traf Cullen, als er versuchte, den traurigen Rest der Templer von Kirkwall zu befehligen. Ihr wolltet die Kirche nicht verlassen wie der Rest eures Ordens? Heilige Pflichten sind schön und gut, aber ab und an muss jemand die wirkliche Arbeit erledigen. Wenn die Kaserne brennt, hole ich Wasser, anstatt herumzustehen und die Asche der Ketzerei zu bezichtigen. Ah, ich wollte euch nicht zu nahe treten, Inquisitor. Wie behandelt euch die Inquisition bis jetzt, Hauptmann? Ich kann nicht klagen. Manchmal ist meine Arbeit ziemlich verrückt, aber ich bin immer froh, wenn ich mich nützlich machen kann, Inquisitor. Es gibt immer etwas zu reparieren oder abzustützen. Und um die Wasserversorgung muss sich schließlich auch jemand kümmern. Weitermachen, Hauptmann. Jawohl, Inquisitor. Ist dir mal aufgefallen, wie... Ich kann ein weiteres elfisches Artefakt spüren. Thank you.
dafür wollt ihr 10 Kupferlinge? Die Preise sind viel zu hoch. Kredit bekommt ihr auch. Noch mehr Rätsel. Was ist hier wirklich geschehen? Pergament. Ich brauche Pergament. Wo habt ihr das? Das ist alles, was ich habe, bis die nächste Karawane eintrifft. Mal aufgefallen, wie viele Leute wir auf Patrouille verlieren? Auch nicht mehr als voran.